Okay, weiter geht's mit Zelda. Wir sind im dritten Schattengebiet angelangt und wollen jetzt direkt hier durchrasen. Paar nette kleine Fledermäuse bedrängen uns, aber das macht uns gar nichts. Und da haben wir schon wieder was zum Erschnüffeln gefunden. Sieht aus wie eine Geldbörse, aber ist wahrscheinlich nur so ein Schminketäschchen. Das riecht gut. Das riecht nach Vaginöse. Bitte, Sam, kannst du mir eins versprechen? Sie glitzert so. Wie ein Gespenst. Pass gut auf dich auf, ja? Welch grüne Augen. Geruch der Kinder vergessen und neuen Geruch merken. Ja, klar. Riecht schon ein bisschen besser als von Kindern. Witterung von einem Weibchen? Das sehe ich dir doch am Gesicht an und am Geruch. Gut, dass wir eine Spur haben. Aber die Spur ist schon alt. Ob wir noch eine Chance haben, die Kleine zu retten? Wenn nicht, dann retten wir eben die Leiche. Und wieso kann ich die Geldbörse nicht mitnehmen? Ich kann das Geld gut gebrauchen. Oder meinetwegen die Schminke. Ich schmink mich doch auch gern. Ach was. Das war nur ein Scherz. Das war nur ein Scherz. Okay. Laufe ich jetzt in die richtige Richtung? Ich will es doch schwer hoffen. Die Karte sagt mir wieder unglaublich viel, aber ja, sieht man noch genug. Aber ich mach sie wieder weg. Ich mag keine Karten. Ist zwar sehr wichtig bei allen Zelda-Spielen, aber die brauche ich nicht. Nein. Oh, neues Gebiet. Das Schloss von Hyrule. Da gehen wir jetzt hin. Na, bekommt ihr dieses Schloss nicht bekannt vor? Hehehe. Endlich sind wir hier. Halte durch. Es ist fast geschafft. Zumindest wäre es schön, wenn es so wäre. Aber von hier aus, an ist es nichts mehr so einfach wie bisher. Hehehe. Also, dann gehen wir. Also, alles wird schwerer nun. Cool, dass du mir das sagst. Da freue ich mich ja drauf. Dip-di-dup-di-du. Da kann ich nicht direkt drüber, da müsste ich über die Brücke, deswegen gehe ich lieber hier rum. Den alternativen Weg. Und ignoriere alle komischen Gestalten, die hier rumlungern und nichts zu tun haben. Da fehlt nur noch der Bahnhof. Und die Züge. So, das gute alte Schloss. Manche finden es nicht so schön, dass man die neuen Gebiete immer erst bei im Schattenreich kennenlernt. Da erkennt man nicht gleich die schöne Schönheit. Ich persönlich finde es gar nicht mal so schlecht. So. Welch geniales Panorama. Immer wieder beeindruckend, diese Grafik. Finde ich auf jeden Fall schöner als bei Skyward Sword. Was mich ja dann auch eher an Wind Waker erinnert. Und diesen Comic-Look mag ich einfach nicht so. Wobei ich sagen muss, Ocarina of Time und Majora's Mask haben mir am besten gefallen. So, jetzt sind wir schon ganz nah. Eigentlich kann ich ja hier gucken, wo ich hinlaufen muss, aber da ich schon auswendig weiß, mache ich das Gespür lieber weg. Dann kann man nämlich mehr sehen. So, und eigentlich sagt die Spur jetzt nämlich, biege ab nach links. Aber ich gehe. War das der Weg hier? Sekunde, Sekunde. Ich glaube, hier bin ich noch nicht richtig. Doch, hier bin ich richtig. Müsste hier sein. Habe ich schon wieder so lange nicht mehr gespielt. Da vergisst man schon so manches. Doch, hier bin ich richtig. Definitiv. Hier komme ich nicht weiter. Erst als Mensch. Und es hat ja eigentlich keinen Sinn, einfach alle Gegner zu plätten. Deswegen laufe ich einfach vorbei. Das ist nur
aufhaltend. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Die Sensation am Hiljasee, der schwimmende Freizeitpark von Tobi und Dumnus. Dumnus. Kanonenritt und Hühnerflugstation rechts hinten. Das interessiert uns dann bald, aber jetzt noch nicht. Jetzt bin ich noch kein Mensch und kann das noch nicht nutzen. Erstmal gehen wir also zur Brücke. Wenn wir diese überschreiten, ist übrigens die größte Brücke im ganzen Spiel. Hylia-Brücke. Wenn wir die überschreiten würden, dann kämen wir wieder zum ersten Gebiet beim Wald. Dann hätten wir einmal einen kompletten Rundgang gedreht. Allerdings werde ich sie nur zur Hälfte betreten und den Grund erfahrt ihr gleich. Denn hier ist nämlich der Hylia-See, zu dem ich eigentlich will. So, gehen wir da mal hin. Sieht hier auch irgendwie ein bisschen verseucht aus, die Brücke. Was ist das bloß nur? Oh. Hey, hier riecht es. Riecht das hier nicht irgendwie komisch? Sag ich doch, sieht auch komisch aus. Ah, was ist das? Ach, deswegen riecht es so komisch. Ich nehme einen blöden Typ. Oh, was geht jetzt? Und damit erfahren wir jetzt, dass dieses komische Geschlotter auf der Brücke brennbar ist. Wahrscheinlich Öl. Und jetzt bin ich eingesperrt. Supi. Jetzt kommt wieder diese hektische Musik. Ich liebe sie. Nee, nicht wirklich. Mist, jetzt sitzen wir in der Falle. Nicht sie weg hier. Die Lösung des Ganzen ist ganz einfach. Da kann man auch leicht drauf kommen. Bin ich sogar bei meinem ersten Durchspiel. Man kann hier einfach runterfliegen. Man hat ja ewig Zeit zum Überlegen. Würde ich mal kurz austesten. Da hat man schon 2-3 Minuten Zeit. Genial. Okay, also geht's hier runter. Da unten ist ja Wasser, also kann man es ruhig fallen lassen. Und werden sicher landen. Und halten wieder mal ein kleines Nickerchen. Ständig schlafe ich. Der Hiljasee sieht nicht sehr rosig aus, aber ist ja auch so schattenreich. Bam! Platsch! Oh, ich schlafe doch nicht. Puh, das war ganz schön knapp. Ohne diese Pfütze wären wir erledigt gewesen. Das ist also der Hiljasee. Bisschen wenig Wasser, findest du nicht? Schauen wir uns erstmal hier ein wenig um. Na los! Du hast mir gar keine Befehle zu erteilen, also bitte. Hier gibt es nichts mehr zum Schnüffeln, also nichts, kein Geruch mehr von Ilja, aber es gibt andere Wesen wieder. Es kommt überhaupt kein Wasser mehr herunter. In unserer Zora-Höhle muss irgendetwas passiert sein und von dort aus wird die gesamte Umgebung mit Wasser versorgt. Aber wie kommt man nur zurück zur Höhle am Oberlauf? Im Moment kann man da noch nicht einmal zu Fuß hin. Das ist also schon gleich alles erklärend. Das Wasser ist weg vom Hiljasee. Und deswegen kann man daraus ableiten, dass meine Aufgabe, die Aufgabe des Heldens, darin besteht, das Wasser wieder herbeizuschaffen. So, mit dem will ich auch nochmal kurz, den will ich belauschen. Hm, hier läuft wirklich gar nicht mehr. Der schwimmende Freizeitpark von Tobi und Dumnus liegt nun schon auf dem Grund des Sees. Das war wohl eine Metapher. Das Wasser in diesem See geht immer weiter zurück. Was haben die Zoras im Oberlauf des Flusses nur gemacht? Oder hat dieser Lichtgeist, der hier verehrt wird, den See verflucht? Boah, ist der fett. Und ich könnte noch nicht mal zu ihm gehen, um mich zu beschweren. Das liegt ja jetzt viel zu weit oben. Was ist das, ein Gast? Ah, das ist ein Ungeheuer. Hilfe, ein Ungeheuer. Ich werde es für dich vernichten, damit du weiter deinem Leid frönen kannst. Komm her. Was mir gerade auffällt, ich habe wieder volle 30 Frames, endlich. Genial. Hey, das ist doch mein Lied. Wer hat dir das gesteckt?
Und was kommt jetzt? Ich habe mich so erschrocken beim ersten Mal. Ich hatte voll Angst. Boah, Riesentröte. Und jetzt haben wir halt statt ein, zwei Gegner. Macht aber nichts. Ich lasse mich so leicht nicht ins Boxhorn jagen. Am besten erstmal den Fallen ausweichen. Das ist sowieso eine gute Taktik für jede Art von Kampf. Erstmal ausweichen, beobachten. Die Bewegung des Gegners kennenlernen. Und dann, wenn sich eine günstige Gelegenheit bietet, angreifen und beißen. Einmal hat er schon. Er braucht bestimmt noch zweimal. Wie so oft in Spielen. Komm zurück. Jetzt schießt er wahrscheinlich erst. Ne, er will gleich nochmal. Er hat wohl Halsjucken. Okay, das war nur zweimal. Nett. Der ist tot. Ne, der lebt noch. Der braucht noch. Fangstoß geht leider nicht als Wolf, deswegen muss ich warten, bis er aufsteht. Jetzt aber tot. Und jetzt habe ich hoffentlich einen neuen Freund gefunden, der mir gehorcht. Keine Ahnung, warum der noch lebt. Ich habe ihn zweimal voll ins Genick gebissen. Hey, ganz brav. Ist ja schon gut. Frau Luna, bin ich dein neues Frauschen. Hey, mit dem kommen wir im Handumdrehen zur Quelle des Sees. Wunderbar. Jetzt kommt auch schon wieder ein Abschnitt, der durchaus seine Berechtigung hat, aber durchaus auch seine Qualen bereithält für den ungeübten Spieler. Also nicht für mich. Wir werden ja sehen. Ich werde auf jeden Fall nur mindestens einmal nochmal diesen Weg hier machen müssen. Nicht, weil ich jetzt versage, sondern weil das doch im Laufe des Spiels verlangt wird. Einmal da und ja, mindestens zweimal würde ich sagen. Hier gibt es später nämlich noch so ein Minispiel und das werde ich nicht beim ersten Mal bewältigen können. Dazu bin ich dann doch nicht so gut, sagen wir es so. Da müsste man aber auch schon echt ein gestandener Japaner sein, um es beim ersten Mal zu schaffen. Und das kann ich nicht von mir behaupten, nein. Ja, das war fucking knapp. Wow. Ah. Da habe ich schon ein bisschen leichtsinnig gelenkt. War mir zu sicher und was ist das für ein Gebilde? Ich will es gar nicht näher erläutern, was man darin sehen könnte. Immer diese kleinen Gags von den Machern sind sehr amüsant. Und sie schießen die Decken, die Stalagniten oder wie sie heißen, ab und wollen mich damit treffen. So, ich ignoriere sie gekonnt und sehe das Licht am Ende des Tunnels. Ich gehe darauf zu. Nein, ich gehe nicht, ich fliege. Alle anderen gehen, ich fliege. Ich habe es erreicht und da wären wir im Licht. Oben auf Zorafluss. Das befindet sich also im Licht. Und wir hören etwas pfeifen. Werden wir auch gleich mal näher begutachten. Oh, sind wir da schon da? Dieser Flattermann ist ja richtig zu etwas zu gebrauchen. Also dann, wo leben denn nur diese Zorras? Lass sie uns doch einfach mal suchen. Mann, ist das kalt. Beeil dich ein bisschen. Ja, ich find's auch ein bisschen kalt. Wir haben schließlich Winter. Aber es ging ja nur ums Spiel jetzt. Von daher, was sind wir denn hier? Eine spannende Fahrt auf dem Fluss der Zorras bis zum Hügersee. Kanuverleih, Leihgebühr 20 Rubine. Ich glaube, das ist im Moment nicht in Betrieb, weil hier gar kein Wasser läuft. das sagst du mir bestimmt auch. Was in aller Welt machen diese Zorras eigentlich? Der Fluss ist völlig ausgetrocknet. Was kann da nur passiert sein? So kann ich ja wohl kaum arbeiten. Was für eine Frisur. Brrr. Ich sag's kalt. Ach, wenn es doch nur etwas wärmer würde. Ich würde mich gern um deinen Hals legen, aber ich kann leider nicht. Ich kann noch nicht zu dem Stein, sehe ich das richtig? Ja. Das muss ich also leider auch später verschieben, ich komme da noch nicht rüber. Also muss ich erstmal hier lang.
hier lang. Eis. Ah, sehr schön. Das wusste ich gar nicht, das habe ich noch nie probiert. Dass ich das zerstören kann, dass da sogar ein Herzchen drin ist. Ich hoffe mal, ich gehe jetzt richtig. Ich nehme es aber an. Das sieht gut aus. Das sieht gefährlich aus. Ich weiß, dass ich hier schon öfters knapp an der Grenze zum Tode war, weil ich zwar nicht unvorsichtig, aber unvorbereitet war auf das, was jetzt kommt. Oh Mann, was ist denn hier passiert? Hab gerade gedacht, ist das kalt hier und da ist doch tatsächlich alles zugefroren. Hier müssten doch eigentlich die Zorras wohnen, oder? Aber man sieht ja keinen von ihnen. Na los, sehen wir uns zumindest mal um. Suchen wir diese Zorras. Ja, dass alles eingefroren ist, auch die Zorras wahrscheinlich, kennt man ja auch schon aus Ocarina of Time. Haben sie so ziemlich gestohlen, ihre eigene Idee. So, erstmal ein bisschen Flattermänner killen. Was stören die mich? Ewig. Komm, wir hauen einfach ab. Von hier aus können wir nach oben. Probieren wir es. Dip, 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 dip. So, bis jetzt war das kein Problem. Aber das sind Probleme. Aber da ich jetzt weiß, dass man das zerstören kann, das wusste ich bisher echt nicht. Immer mehr Neuigkeiten. Wow, hier kommt man sogar. Okay, ich glaube, das ist richtig. Hier mal ein bisschen warten irgendwo. Hier warten. Sonst fliegt man da voll runter von diesem Teil. Was mir schon oft passiert ist. Aber inzwischen kenne ich diese Tücken. So, und direkt geschafft mit vollem Herzchen. Ich fühle mich so, wie möchte ich sagen, übermächtig. Okay, auf zum nächsten Kampf. Hier wieder eine kleine Falle. Man kommt nicht direkt zu dem dritten, deswegen lieber erstmal den einen da vernichten. Letztendlich dieselbe Idee wie beim letzten Mal bei den Goron. Und euch beide. Es darf nur kein Einzelner übrig bleiben. Denn der weckt die beiden einander wieder auf und dann geht das Ganze von vorne los. Jetzt gibt es hier auch ein Portal. Dann können wir endlich warpen. Wenn du mal frische Luft in der lichten Welt schnuppern willst, sag's mir einfach. Ich bring dich hin. Sehr nett von dir mit, ne? So, hier sitzt wahrscheinlich der König oder die Königin, wie auch immer. Acht Meter, will mit mir reden. Hey, schau mal. Da unten, sieh dir das mal an. Da unten? Ein Thron. Nee, das meint sie natürlich nicht. Sie meint eigentlich hier. Mit Gespür sieht man die eingefrorenen Zorras. Ich frage mich immer noch, warum die nicht einfach aus dem Wasser gehen, bevor es einfriert. Oder ob die es gar nicht gemerkt haben. Hey, das sind doch die Zorras, oder? Aber sieh dir das nur an, was nur mit ihnen passiert. Und was meinst du? In diesem Zustand können wir sie doch nicht sich selbst überlassen, oder? Was meinst du? Sollten wir sie nicht wenigstens auftauen? Sie fragt mich so viel, ich kann nicht antworten. Aber hier fällt mir nicht ein, wie wir das machen sollten. Vielleicht könnte ich ja besser nachdenken, wenn wir woanders wären. Es gibt jetzt auch ein Portal hier. Wir können also jederzeit zurück, wenn uns was Kluges eingefallen ist. Ja, und im Gegensatz zu Ocarina of Time kann man hier die Zorras sogar auftauen. Also so richtig. Und dazu müssen wir hier hin. Glaube ich. Hoffe ich. Nehme ich an. Ich denke aber schon. Darauf wette ich. Und das sieht gut aus. Ja, hier bin ich korrekt. Denn den können wir jetzt gut gebrauchen. Den Lavastein. Dieser Stein ist ja immer noch hier. Und anscheinend ist er immer noch ziemlich heiß. Und es sieht jetzt eigentlich ziemlich brutal aus, was jetzt passiert. Man kann es ja schon denken. Aber keine Sorge, niemand wird verletzt. Alle überleben. Auch durchs Einfrieren hat keiner Schaden genommen, seltsamerweise. Sind halt Zorras. Und um vielleicht mal was vorweg zu sagen, in diesem Stein befindet sich sogar ein Gorone. Den werden wir aber erst um einiges später kennenlernen, weil wir jetzt noch nicht tauchen können. Das ist echt unglaublich, diese Goronen, was die aushalten. Erst so heiß wie möglich, dann so kalt wie möglich, dann
im Wasser. Die kann kein Wasser schon trüben. So, der Fluss ist gerettet. Der Hygiasee füllt sich mit Wasser. Und ich musste nicht mal den Wassertempel dafür schaffen, wie in Ocarina of Time. Schön, aber es ist immer noch das Schattenreich, also sieht es auch nicht so schön aus. Aber das ändert sich bald. Ich muss nur noch die Schattenkäfer finden, wie immer, und dann war's das. Nie wieder Schattenreich. Unglaublich, wofür man so einen Heisenstein alles verwenden kann, findest du nicht? Finde ich auch, ja. Also dann, den Zoras ist fürs Erste geholfen, gehen wir. Schließlich ist das Eis gebrochen, da dürfte auch Wasser im Hügelsee sein. Also können wir auch zu diesem Lichtgeist, oder? Jo, ab zum Lichtgeist und dann die Schattenkäfer suchen, ne? Warte bitte. Was ist da denn? Ich liebe diese Musik, ich liebe sie so. Schon seit Ocarina of Time. Das ist die Königin der Zoras. Ich danke dir, dass du unser Volk und diese Quelle, die Hyrule mit Wasser versorgt, wieder zum Leben erweckt hast. Ich bin Lucida, die Herrscherin dieser Zora-Höhle. Und die Königin unseres Volkes. Gewesen, meinst du wohl, du bist tot. Wir haben es nicht unbedingt gemacht, weil wir euch helfen wollten oder so. Ach, Midna. Unsere Höhle wurde von Wesen der Finsternis überfallen. Ich wurde als Warnung für unser Volk und ihn hingerichtet. Du, der du die Gestalt eines stolzen Tieres angenommen hast. Ich habe eine Bitte an dich. Die hat einen Trifork als Kettenanhänger, sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Als sie überfallen wurden, bat ich meinen Sohn Ralis, nach Schloss Hyrule zu gehen und Prinzessin Zelda zu unterrichten. Unterrichten wir unterrichten oder unterrichten wir unterrichten? Egal. Nun fürchte ich, es schwebt in großer Gefahr. Dass diese Furcht nicht unbegründet ist, fühle ich einfach. Ich spüre ihn immer weniger. Und nun habe ich noch nicht einmal mehr ein Leben, das ich für ihn opfern könnte. Am Arsch, ne? Ich bitte dich, stolzer Held, in Gestalt eines Tieres. Du musst Prinz Ralis retten. Wenn du das tust, werde ich dir die Gabe des Wassers verleihen. Damit erlangst du die Fähigkeit, dich wie die Zoras unter Wasser frei zu bewegen. Bitte, hilf meinen Sohn. Sie sagt, wenn du ihm hilfst, erlangst du die Fähigkeit, wie ein Zora im Wasser zu tauchen. Sie wiederholt alles, oh nein. Was tust du als großer Held? In der Gestalt einer Bestie kannst du dem Prinzen sonst schon in die Augen treten, Vielleicht sollst du ja davor Licht zurückholen, dieses Land, und dann zum Menschen werden. Ja. Da wäre ich auch selbst drauf gekommen, ne? So, alles volle Wasser. Jetzt ist das Wasser sogar ein bisschen höher, als es eigentlich ist, weil ja noch alles runterfließt. Das Wasser hat so schnell angefangen zu fließen und jetzt wird der Strom anscheinend noch stärker. Das fließt jetzt bis zum Hygiasee. Warum lässt du dich nicht einfach mit der Strömung treiben? Frage ich mich auch, also höre ich auf, mich zu fragen und mache es einfach. Hier gibt es nämlich noch nichts groß zu tun. Und wieder schlafen, ein Stückchen, ein Biesel, bisschen ausruhen. Mit See sieht das doch, mit Wasser sieht das alles viel besser aus im See. Da ist der Lichtgeist. Da bin ich. Na? Auch schon wach? Sieh dich ruhig um. Ich habe dir doch gleich gesagt, dass uns der Strom bis zum Hygiasee bringen wird. Und es sieht so aus, als wären wir direkt vor der Höhle des Lichtgeistes. Hey. Da fehlt ein He. Also lass es gehen. Wir haben schließlich nicht den ganzen Tag Zeit. Okay, was steht da? Quelle des Lichtgeistes von Renel. Dupdi-dupdi-du. Was mag das wohl für eine Gestalt diesmal sein? Ich sehe sie ja jetzt noch nicht, erst wenn ich den Schattenkäfer habe. Ich bin der Letzte der von den Schatten umfangenen Lichtgeistern. Von den Göttinnen auserwählter Held, du hast es bis hierher geschafft. Mein Licht, das mir die Wesen der Finsternis geraubt haben, füll es in diesen. Du hältst die Tiegel des Lichts, sammle in ihm den Strahlentau, der das Licht in diese Welt zurückbringt. Die Dunkelheit wird vertrieben, sobald der Tiegel vollständig mit Strahlentau gefüllt ist. Neuigkeiten. Ja.
Die Schattenkäfer haben ein zerstreutes Licht, aber wie du weißt, ja, ich weiß, sind im Schattenreich die Schattenkäfer ebenso wie die Menschen unsichtbar. Finde man Licht und beseitige die letzte Bastion des Schattenreiches in Hyrule. Das werde ich tun, aber erst im nächsten Video. Also bis gleich.